5000 Euro. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Uri, wir haben eben schon darüber gesprochen. Sie haben einen neuen jungen Künstler entdeckt vor 2 Jahren. Und seitdem hat er wirklich sensationelle Dinge vollbracht. Und da schauen wir jetzt mal uns ein paar kleine Beispiele an. David Merlini ist ein Mann der Extreme. Extrem hoch, extrem tief, extrem heiß, extrem kalt. David setzt seinen Körper immer wieder neuen extremen Belastungen aus. Er schafft es, sich aus gefährlichen Situationen zu befreien. Er taucht gefesselt und ohne Schutz mit Haien. Er lässt sich 33 Stunden lang in einen Eisblock einfrieren. Er befreit sich auf dem Boden der Donau aus einer Box aus Stahl. Kein Ziel ist für ihn unerreichbar. Guten Abend, ja, unglaublich, wozu dieser Mann fähig ist. Wirklich unglaublich. Aber heute Abend wird er den Vogel abschießen, denn mit einem wirklich extrem riskanten Experiment wird er zeigen, dass ihn nichts bremsen kann. Es ist eine Premiere, heute ist er hier. In Deutschland. Das allererste Mal wird er auftreten. Herzlich willkommen, David Merlini. My pleasure, thank you. Wir haben ja schon gesehen, wie extrem gefährlich dieser Mann lebt. Du liebst die Gefahr. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir heute Abend von ihm erwarten? David, what can we expect from you tonight? I will attempt to escape. Nun, ich werde heute Abend versuchen, aus einem echten Zwangsjacke herauszukommen. Also so eine, die man vielleicht vor 30 oder 40 Jahren benutzt hat in den Nervenheilanstalten. Also das ist eine echte Zwangsjacke. Die wird an meinem Körper festgemacht und um dies zu tun, brauchen wir natürlich auch die Hilfe von jemandem. Okay. Jetzt sehen wir hier schon im Hintergrund diese Konstruktion und die macht mir etwas Angst. Jetzt frage ich mich natürlich, ob David nervös ist. Now I can see the construction. Honestly, are you nervous? It looks very dangerous. Well, to spice it up a little bit. Nun, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir gedacht, ich hänge mich kopfüber an 3 brennenden Seilen auf. Das bedeutet also, dass es nicht nur darum geht, einfach herauszukommen, sondern dass ich das auch innerhalb einer bestimmten Zeit machen muss. Ich habe keine Vorstellung davon, wann diese Seile abbrechen werden. Hört sich wirklich gefährlich an und du brauchst dafür selbstverständlich prominente Unterstützung. David, who did you choose? Who's going to assist you tonight? Well, maybe the wonderful, nun, vielleicht die wunderschöne Lady da auf der rechten Charlotte. Seite. Charlotte. Charlotte. Danke, Charlotte. Well. Und vielleicht der Herr. Und Matthias, komm du bitte auch noch zu uns. His name is Matthias. Matthias. Ja. Matthias. My pleasure to meet you. Thank you. You will have a very special. Also ich denke, Sie werden eine ganz besondere Aufgabe haben. Bitte auf meiner rechten und linken Seite stehen. Ja, Charlotte und Matthias. Okay. Ich werde jetzt gleich eine Zwangsjacke anlegen. Das ist eine echte Zwangsjacke. Die ist nicht in irgendeiner Weise präpariert worden. Halten Sie das bitte so, links und rechts, Charlotte und Matthias. Und ich werde jetzt in diese Zwangsjacke hineinsteigen. Ich drehe mich um und dann bitte ich auch, bitte diese Gürtel fest zuziehen. Sicher. Festzurren. Das letzte noch? Ja. Das letzte, genau. Aber natürlich. So fest, wie ihr könnt. Das ist das Finale hier. Okay, 3 Belts. 3 Gürtel haben wir hier. Okay, alle festzurren. Wir haben hier noch was. Und da? We have something left. Also, that's my favorite. Ja, schön. Ach, mein Lieblings. Das ist mein Lieblingsstück. Natürlich, Charlotte sollte das machen, bitte, oder? Ja, das mache ich jetzt aber hier. So fest, wie du kannst. Ich rede die Beine. Hallo. Mann, was machen wir nicht hier alles? So fest, wie du kannst. Hast du einen Schutz an?
Nun, das ist gar nicht schwierig, Alter, oder? Dann hoffe ich. Noch fester? Ist okay. Ist okay. Ist okay. Auch noch nie gesehen. Okay. Kommt da noch was oder soll dir das nur Spaß machen? Okay, super, ganz okay. Toll. Super. Fest genug. Und jetzt bitte diese Gürtel Mama, hier abnehmen. Mama, ich kann nichts dafür. Ich schwöre. Also, und jetzt ziehen Sie, Matthias, festziehen, festziehen. Und dann noch einmal zwischen uns sich stellen. Und jetzt so herum, hinter mich. Und das Ganze noch mal mit drei Knoten festzurren. Ziehen, ziehen. Ja, du Hannibal. Also, das stammt wirklich aus den schlimmsten Ländern der Europa sozusagen. Diese beiden Arme, die können einfach nicht mehr hier raus. Die muss man so festbinden. Dass es wirklich mich schon einschränkt beim Atmen. Drei Knoten, alle festgemacht. Weniger Sauerstoff für mich, also weniger Sauerstoff für den Kopf jetzt. Und ich garantiere Ihnen, dass... So, viel Spaß. Ja, zieh du auch nochmal dran, dass es wirklich fest ist. Alles okay? Absolut. Nochmal überprüfen. Okay, super. Dann an dieser Stelle vielen Dank an euch beide. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Dankeschön. Alright. Are you ready? I was born ready. Ja, ich bin bereit. The stage is yours. Ab jetzt wird es gefährlich, die Zeit läuft ab und niemand weiß, wie lange die Seile halten werden. Und wenn er jetzt runter...